Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von The Witcher 3. Wir machen jetzt ungefähr da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das heißt, wir sind in der großen Stadt Novigrad, beziehungsweise ich laufe jetzt nach Novigrad rein. Und wir sind hier bei den unfreundlichen Wachen und der allgemein unfreundlichen Stadt, die aber immer noch brutal gut aussieht. Wir sind gerade hier im Morgengrauen. Oh, das ist ja schön, hier geht gerade die Sonne auf. Und dann werfen wir noch ganz kurz einen Blick auf die Karte, weil ich blick sonst auch nicht mehr ganz durch. Ich bin jetzt hier am Tretogor-Tor. Und es geht zur Träumerin im alten Haus. Das ist nämlich die Folgemission von der letzten, die wir zuletzt gemacht haben, mit der guten rothaarigen Triss. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. In Novigrad fehlen mir nämlich immer noch sehr viele Punkte. Also es ist extrem viel unerforscht und ich hoffe, wir kommen heute mal ein bisschen weiter in der Stadt. Ich bin wirklich gespannt. Und irgendwie bin ich gerade verwirrt, dass Geralt in den Boden versinkt. Wieso versinkt denn der hier in den Boden? Also seine Füße sind im Boden drin. Das ist ja mal ein toller Grafikbug. Naja, aber dafür entschädigt hier der Sonnenaufgang. uns einfach mal ablenken von den Bugs. Aber gut, wir sind jetzt hier nicht zum Sightseeing. Das heißt doch eigentlich schon zum Sightseeing. Aber ich will ja endlich mal auf die eine der Hauptmissionen endlich mal wieder weitermachen. Und ja, das ist auch ein Eck. Hier war ich auch noch nie, hier in Novigrad. Ja, sieht aber auch ein bisschen heruntergekommen aus. Viele Besoffene unterwegs. Und jetzt geht's erstmal hier rein. So. Beziehungsweise hier geht's gar nicht rein. Aber ich kann es mir schon denken. Denn die Markierung zeigt, dass das über mir ist, also auf der Minikarte. Das heißt, es muss hier irgendwo eine Treppe geben. Ah, hier ist man schon richtig. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon, träumt von der Geschichte des Hauses. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Ja, vielen Dank, du Laberkopf. Ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Sehr. Hier ist es ja zappenduster. Da brauche ich erstmal eine Fackel. So. Na, ich räume jetzt hier mal nichts aus. Mir gehört ja das nicht. Tu das nicht. Lass das. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht. Ein Spukhaus. Na, das ist ja. Das sind wir an der richtigen Stelle. Ah!
Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Die Puppe. Der Dachboden. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Na, das ist ja mal hier gruselig. Der Dachboden. So, die Frage ist, wo geht's denn zum Dachboden? Stell das bitte hin. Hier das geht es Blut. Nur runter. Nicht verschütten, bitte. Hier ist eine Leiter. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Ach, das ist ja mal offensichtlich. Dass sich hinter dem Schrank die Tür befindet. Dann, ich sehe doch schon, da scheint der Raum durch hinter dem Schrank. Okay, ja, kann man den wegschieben? Oh, ich höre Kindergelächter. Ja, man kann ihn nicht wegschieben. Vielleicht kann ich ihn wegschlagen. Jawohl. Mhm. Was sagt denn die Hexersicht? Auf jeden Fall gibt es hier hinten was Interessantes. Eine Lumpenpuppe. Mhm. Eine Lumpenpuppe. Die muss ich mal ganz kurz angucken. Was die so macht. Oder ob das was, ob es da nicht einen Hinweis gibt. Nee, die kann ich nicht angucken. Das ist einfach nur eine Puppe. Okay. Und hier ist noch ein Hinweis auf dem Stuhl. Zeichnung eines Kinderbetts. Bringt uns jetzt auch nicht weiter. Das heißt, dann schauen wir das vielleicht an. Vielleicht gibt das den entscheidenden Hinweis. Aha. Ja, einfach ein Kinderbett. Bringt uns auch nicht weiter. Seltsam. Eine Puppe. Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Eine Wiege. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir eine Wiege hier irgendwo finden. Ich schaue jetzt aber erstmal nicht hier rein. Ach, hier gibt es einfach nichts. Eine Wiege. Also hier in diesem Raum schon mal nicht. Ja, wahrscheinlich unten. Weil auf einem Dachboden wird es keine Kinderwiege geben. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Hier ist, glaube ich, auch keine. Dann schauen wir hier mal rein. Na also. Oh! Und sie bewegt sich schon von selbst. Na gut. Wie von Geisterhand bewegt sie sich. Aha, hier ist was an der Tür. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Lustig. Gut. Einen Ofen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Ein Ofen. Ich schätze mal, tendenziell ist ein Ofen im Erdgeschoss. Weil man kann doch keinen Ofen im Obergeschoss bauen, oder? Täusche ich mich da? Oh, ich sehe hier schon, oh je, ich sehe hier schon eine Bodenluke.
wo es in den Keller gehen wird. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob es hier nicht irgendwo einen Ofen gibt. Nein, ich sehe keinen. Ich glaube, es geht tatsächlich gleich runter. Aber ich kann das hier nicht... Ah doch, jetzt kann ich es öffnen. So, wo... okay. Ach, benutzen ist, das ist die Leiter. Okay. Hier ist ein Ofen, Bingo. So, hier sind brüchige Wände. Das ist ja schon mal verdächtig. Aber jetzt geht's erstmal zum Ofen. Nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht, und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Gut. Das haben wir mal diplomatisch gelöst, das Ganze. Aber, ja, ich sehe es schon hier, die Mauer... Die sieht instabil aus. Aha, dachte ich es mir doch. Hier ist ein ganzes Gewölbe dahinter. Das ist ja krass. Oh, eine schöne Ausrüstung. Die schaue ich mir nachher an. Oh, hier gibt es sehr wertvolle Waren. Oh, ein Rennsattel. Die Frage ist, wie weit geht es hier rein? Ah, das war's hier schon. Gut. Das wird hier mal ausgeräumt alles. Das sind hier sehr schöne... Moment, da war noch was. Noch ein Rennsattel. Oh, ja, ja, hier gibt's echt schöne Sachen. Und nochmal kurz in der Hexensicht gucken. Alles klar. Und ich habe gerade irgendwas aufgenommen. Was war denn das? Irgendein Dokument? Nein, was war denn das? Nee.
Ich dachte, ich hätte noch irgendwas Wichtiges aufgenommen für eine Quest, für eine neue. Ja, okay. Sehr schön. Ja, oh gut, das sind hier noch die roten Brocken der Wand. Ja, schön. Hier ist einfach, das ist einfach nur eine kleine Geheimhöhle. Gut, dann hätten wir das hier auch gelöst. Ah, das kleine Mädel ist noch da. Ach so, Moment, das ist ein Stockwerk höher. Haha, okay. Ne, Moment, das ist der Ausgang. Ups. Ich bin hier falsch. Hier geht's hoch. So. Ah, die Corinne ist schon wach. Fantastisch. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Gut. Ja. Die Einladung der hübschen Lady, die nehmen wir gleich mal an, würde ich sagen. Und grundsätzlich sind wir in diesem sogenannten Spukhaus fertig, würde ich sagen. Und wir gehen gleich mal raus. So. Wo war der Ausgang? Hier. Jawohl. Ah. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe? Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Das zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das erste bricht. Okay, gut, der Typ ist einfach nur zur Deko da, um blöd daherzureden. So, ja, hier ist schon mal der Tag angebrochen. Ein Tag in der Stadt. Also, jetzt geht's gleich mal zur sexy Lady, der Name ich schon wieder vergessen habe. Einfach, ja, oder weiß denn jemand von euch noch? Corinne hieß sie. Ja, jetzt Corinne. Solange die Schwarzen die Freischärfe. Ja, so hieß sie. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu ihr. Nachdem sie uns ja eingeladen hat. So, ich bin mal gespannt. Ich meine, gut, dass es hier eine Navigation gibt. Auf der Minikarte, weil ich kenne mich hier 0,0 aus in Novigrad. Das ist einfach so eine fette Riesenstadt. Brauchst du etwas, Meister? So, das ist dann wohl hier drin. Goldener Stör. Ach, das ist diese Herberge, okay? Anderling, ich glaube, dass hier ich einen Herausgleichen findest du hinter den Mauern. Gut, hier gibt's schon mal Boxkämpfe. Aber eigentlich suche ich nur die Zimmer, die hoffentlich oben sind. Ah, und hier ist das Treppenhaus. Hey, Silberhähne. Was an dich denn ergraut? Das ist hier richtig gemütlich.
Oh, hier ist es ganz schön staubig. Was ist denn hier los? Naja. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen hin. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Die Frage ist, ob das was bringt, aber ja. Ich mach das jetzt einfach mal. Keine Eile, wir haben Zeit. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal.
Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Eieieiei, was ist denn das für eine Fragestunde hier? Da ist noch etwas. Aber ich möchte jetzt schon den kompletten Dialog hier mitnehmen, nicht, dass das wichtig ist für später. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Gut, das ist ja schon mal eine handfeste Spur, die wir hier endlich haben. Und damit...
beschließen wir die Let's Play-Folge und beim nächsten Mal machen wir natürlich dort weiter beim Herrn Rittersporn und seinem Freudenhaus oder was auch immer das sein wird. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal.